Ach, wieder da. Mal gucken, wie lange ich diesmal aushalte. Na, hoffentlich ein bisschen länger. Gut. Wieder reinklicken. Mikro ist an, oder? Ja, Mikro ist an. Wo zum Teufel hängt jetzt mein Kabel? Da. Also, ich finde Game. Genau, jetzt muss ich irgendwie. Okay, wie komme ich da jetzt hoch? Komme ich da von hier aus hin? Komme ich hoch genug? Oh, ich habe den letzten Jinjo, glaube ich, gehört. Habe ich? Ja, ich habe den letzten Jinjo gehört. Okay, gefällt mir. Was zum Hilfe? Kann ich hier klettern? Ja, oder? Okay, so komme ich also hoch. Gut zu wissen. Naja, wieder die komischen Monster aus den Bildern. Und wieder umdrehen. Dieses Muster auf dem Boden. Ich meine, das hätte man auch selber gut machen können, aber kann das sein, dass es aus Banjo-Tooie rausgenommen ist? War es vielleicht irgendwie im Jiggy-Schrein? Jiggy-Tempel? Bin ich Jingerlings Haushalt? Das könnte sein, oder? Ja, okay. Jetzt ist die Frage, was soll ich jetzt hiermit machen? Das zu fliegen kostet nichts, aber viel Nutzen kostet. Aha. Okay. Du. Lass ich raten, das Grunty-Face, das ist dann quasi das Ding, mit dem ich die ganzen Gitter öffne. So, jetzt ist die Frage. F5, ich will wissen, ob das wieder funktioniert. Nee, ich glaube nicht, wobei. F7. Achso, da, ich kann schon mal nach oben weiter fliegen. Okay. Aber kann ich auch wieder das Bild kaputt machen? Egal, fliegen wir jetzt nach oben jetzt hier. Zack. Warum war denn das nochmal? Oh, Moment. Irgendwas quillt an meinem Arm. So. Okay, hier ist zumindest nichts Spektakuläres mehr. Ach, und unten bei dem Weg, da muss ich ein Ei reinkacken und dann geht der Stein kaputt und dann kann ich mit dem Besen da durch. Ah, okay, jetzt habe ich auch das gecheckt, wie ich da rankomme. So. Dann die restlichen Sachen hier oben auch noch ein. So. Aha. Und so komme ich an die Fähigkeit hier unten ran. Da hier draußen. Müssen das so viele sein? Warum treffe ich die jetzt hier nicht? Moment, bevor ich jetzt wieder gleich ein Eier habe, F5. Sehe nichts mehr. Winkel ist aber auch extrem ekelhaft hier. Dass ich nicht mal besser sehen kann. Okay. Zwei Eier noch. An welchem Ohr bin ich jetzt? Dem linken. Okay. Ja, kann ich jetzt eigentlich. Also so, ja, gehe ich zum Schluss hin.
bis auf die andere Seite hier geht. Da waren ja auch noch welche, oder? Ja. So. Erstmal das kaputt und dann. Ah, da ist ein Jiggy. Okay, irgendwie geht das jetzt gerade zu schnell. Hm. Gefällt mir gerade irgendwie nicht. Ich dachte auch noch ein bisschen länger. Ja, toll, komm. Nein, du. Oh, du dummer Bär. Nein. Oh, du Fickbär. F7. Leck mich. Du solltest da mit deinen scheiß Federn runterspringen und die kaputt machen. Oh, Mann. Na, jetzt noch mal wieder ganz da rein und nach oben und nee. Oder hab ich noch genug Eier? Okay, F5. Ich hab Eiermangel. Ist weg. Ich glaube, es ist weg, oder? Okay. Ich meine, dass ich den Weg jetzt noch bräuchte, aber ich wollte nur mal sicher gehen. So. Gut. Da bin ich durchgeflogen, oder? Ja. Das Flugplattform. Hier ist das Grundy-Face. Warte mal, im Grundy-Face gab es doch definitiv. Ja. Da war eine Flugplattform. Aha. Okay. Es wird zumindest geklärt, dass ich da schon mal so an das Jiggy rankomme. Aber hat sich was mit Türen geöffnet? Muss ich kurz überlegen, habe ich hier noch was? Da bin ich gestartet. Bei der. So komme ich wieder da. Das Ding ist nicht kaputt gegangen, das letzte. Nein, nein, nein. Oh Gott. Wieso lebt das Ding da noch? Nein. Nein. Auch nicht. So. Nein, das ist auch nicht. Jetzt fliegen die wieder daneben. Hm. Da meinst du, dass ich die gerade weg hatte. Treffe ich die jetzt schon wieder nicht? Was soll denn der Scheiß schon wieder? Und ich habe keinen Bock jetzt hier aus dem Level rauszugehen und wieder reinzugehen, nur wegen Eiern. Jetzt sehe ich nicht ein. Nee, das ist natürlich viel zu weit drüben. Echt? Auch nicht. So, 5. So rauskacken. Oh, ist das behindert. Okay. Auch nicht. Ja,
Und runterfallen mit Goldfedern geht auch nicht, weil das funktioniert nicht. Man kann die Kamera auch nicht drehen. Das ist so be. Warum macht man sowas? Warum baut man sowas ein? Das ist bescheuert wie sonst was. Ja, das war so. Ja. Guten Morgen, Tame. Guten Abend, Tame. Schlaf, Uni, Schlaf. Kennst du dieses Wort? Ja, von morgens um 8 bis abends um 16 Uhr. Warum? So nichts Neues, dass ich um diese Uhrzeit wach bin. In den meisten Fällen zumindest ist nichts Neues. Okay, habe ich den Spot gefunden? Nee, habe ich nicht. Hä? Ich check das nicht. In dem einen Moment funktioniert es, im nächsten nicht mehr. Nein. So. Auch nicht. Nein, ich will nicht fliegen. Ich will nur diese Kackkranke unten weg haben. Ja. Ja. Ich weiß, ich bin schließlich auch mal wieder im Wachlokal. Achso, ja, stimmt. Wieso geht das nicht? Ich meine, das ist komplett unnötig. Ich kann von der anderen Seite losfliegen, aber ich will. Ich will es für die Vollständigkeit haben, dass ich das Ding jetzt wegbekomme. Ich will dieses Kackding da weg haben. Ich will keine Goldfedern dafür nutzen. Bisschen so? Nee, geht auch nicht. Es will nicht, es will einfach nicht. Ja. Und ich hatte das Ding doch gerade sogar schon weg, meine ich. So, warte mal, vielleicht so. Auch nicht. Aha, okay. Position merken. Position merken. Nein, nein, nicht. Okay, Position merken. Einigermaßen. Nee. Auch nicht ganz. Okay. Nochmal. Macht aber auch nicht immer. Okay. So, F5. Glaubst nicht, wie ich mich auf meine 3 freien Tage freue, aber dauert leider noch 4 Stunden. Ja, die 4 Stunden gehen aber auch noch rum. Und ja, Freitage sind schön. Ich meine, ich habe gut reden mit meiner Teilzeit, aber wenn ich jede Woche aufs Neue geweckt werde, mit kannst du mal da einspringen, kannst du mal da hingehen, kannst du mal jetzt da und nicht da hingehen, das geht mir auf den Sack. Was haben sie die ganzen Aushilfen mittlerweile? Meine Teilzeit ist auch nur eine Aushilfe in gewisser Weise, aber trotzdem. Vom Prinzip her stehe ich über der Teilzeit, über der Aushilfe. Das Rhythmusgefühl ist komplett im Arsch hier, aber scheiß drauf, ich hab's jetzt. Speichern und weg hier. Wenn ich ein Level verlasse und wieder reingehen würde, wäre eh wieder alles da, aber egal. So. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt in Jinjo, ich habe das Ding, was da an dem Kaktus war. Hab am 1. des Monats einen Plan mit 15 Schichten gehabt. Jetzt bin ich bei 23, weil ich überall einspringen muss. Ja. So ungefähr geht es bei mir dann auch. Zwar nicht mit so vielen Schichten. Ich bin vielleicht dann bei 15 Schichten teilweise, aber vom Prinzip her ist es das gleiche. Die erste Woche von diesem Monat hatte ich eigentlich komplett frei eingetragen. Also kein Urlaub, sondern nur frei, weil bei uns wir halt die Bereitschaft haben.
Und meine Eltern waren halt im Urlaub, die waren halt weggefahren. So, ich bin also zu Hause geblieben, weil ich eh nicht mit wollte und hätte da Bereitschaft dann übernommen in der Zeit. So, es hat keine 2 Tage gedauert. Nee, es war sogar noch die Woche vor deren Urlaub. Da sollte ich in einen Tag einspringen und dann die ganze Woche quasi da, wo die dann weg waren, sollte ich wieder an mehreren Tagen einspringen. Habe aber nur 2 gemacht, weil sehe ich auch nicht ein. Und ja, jetzt am Wochenende hätte ich eigentlich ein relativ chilliges Wochenende gehabt und dann wurde ich wieder irgendwo anders hingesetzt, wo ich keinen Bock drauf hatte. Boah, nee. Ich meine, das war zwar auch angenehm da in Ruhe, aber ob ich jetzt in 12 Stunden 3 Stunden Kontrollen laufe oder sagen wir mal 2,5 Stunden Kontrollen laufe, gemischt mit Auto, oder ob ich 5 Stunden oder 5,5 Stunden Kontrolle mit einem Auto fahre und das im ersten Gang mit 6 km rolle, dann nehme ich lieber die 12 Stunden, wo ich da nur die 3 Kontrollen mache und nicht 5,5 Stunden mit Auto. Ganz im Ernst. Aber gut, zumindest gibt es dafür 2 € mehr. Aber auf die kann ich auch verzichten. Dann habe ich lieber meine Ruhe. Bevor ich die 2 € mehr nehme und mir den Stress antue. Nee, nee. Dann lieber so. Jetzt muss ich überlegen, was brauche ich denn jetzt noch? Wir fliegen gar nicht mehr. Ich muss da vorne mit den Goldfedern noch was machen. Ich muss hier jetzt nach oben die Noten einsammeln und dann muss ich mich verwandeln hier unter mir wieder und dann kann ich. Nee, ich kann mich nicht verwandeln. Ich muss nämlich noch erst ein Ei reinkacken in das Loch. Genau. Aber ja, zu diesem Ort auch wieder nicht viel geplant. Und das Problem ist halt momentan, es vergeht kein Tag, keine Schicht oder keine Woche zumindest, wo nicht irgendwo wieder was hin und her geschoben wird. Das geht mir am meisten auf den Sack. Ich will einmal erleben, dass ich am Anfang des Monats meinen Plan bekomme und sich in dem Plan nichts mehr ändert, nichts dazukommt und nichts weggeht. Aber ich glaube, das werde ich nicht mehr erleben. Das ist, glaube ich, unmöglich. Oh, scheiße. Ja. Ich habe nur auch ein Ei. Und ich habe auch gerade gemerkt, ich habe das komplett falsch gemacht. Ich habe es komplett falsch gemacht. Na, scheiß drauf. Jetzt habe ich eh schon Save States benutzt, jetzt kann ich es auch weiter nutzen. Gerade in dem Spiel ist das so ein bisschen nervig. Wenn es halt auf einer Xbox-Version basieren würde, dann wäre es kein Problem. So. Und mein Plan für den nächsten Mod wurde am letzten Dienstag geschrieben. Würde bis jetzt aber auch schon 2 Mal geändert. Ja gut, das ist halt der Punkt. Wir haben bis zum 20. Zeit, uns die Tage rauszusuchen, wo wir keine Schicht machen wollen. Urlaub musst du ja sowieso eher eintragen. Und. Fuck. Und dann wird daraufhin ja quasi der Dienstplan erstellt. So, ist ja auch an sich okay so, an sich. Also quasi 10 Tage vorher wird der Plan erstellt. Das Problem ist, wenn du halt bei 2 Objekten nur, vielleicht manchmal auch 3 Objekte hin und her springst und ja, wirst dann hin und her geschoben. Keiner weiß, wo du wirklich bist am Ende. Ist der Stein weg? Stein ist weg. Okay. Das ist das Problem an der Sache. Wenn ich überlege, beim einen Objekt, da ist halt noch ein anderer Mitarbeiter von einer anderen Firma und der macht immer 3 Tage und dann hat er 2 Tage frei. So, und danach kannst du halt den Plan bei uns relativ sauber schreiben. Du musst nur gucken, welche 2, 3 Leute du immer dann hast, die Schichten da machen. So. Das Problem ist, wenn halt dann die Person, die da eigentlich mehr oder weniger fest zugeteilt ist, wieder woanders hin soll, weil das die einzige Person ist, die man woanders hinschicken kann. Und dann soll wieder jemand anderes einspringen. Und wie gesagt, wieso soll jedes Mal ich einspringen? Die haben, alleine für das Objekt gibt es 5 oder 6 Aushilfen, die natürlich alle nur am Wochenende arbeiten wollen. Mehr oder weniger verständlich, weil unter Woche arbeiten die halt dann normalen Beruf. Aber ja, irgendwie, nee. Sehe ich nicht mehr ein. So, verwandeln. Aber wie gesagt, einmal einen Monat einen Plan haben, der nicht geändert wird. Keine Schicht dazu.
und nicht zu wenig Schichten und dann wäre ich zufrieden. Aber das passiert halt nicht. Das ist jeden Monat das gleiche. Zum Beispiel im März war es, glaube ich, so. Da ging es ja gerade mit Corona richtig los wieder. Oder überhaupt erst. Und ich habe im ganzen Monat, habe ich glaube ich, nur 3 Schichten gehabt. Oder gar keine Schicht, ich weiß nicht. Eins von beiden, entweder nur 3 Schichten oder gar keine. Und bumm, auf einmal hatte ich den ganzen Monat Vollzeit. Ist an sich für das Stundenkonto nicht schlecht gewesen und für die Auszahlung dann, aber vom Prinzip her ist es halt trotzdem so irgendwie, ja. How about no? Die Steuerung spielt mit der Kabine. So. So, 5 goldene Federn, das könnte reichen. Jetzt ist nur ein Problem. So langsam gehen mir die Ideen aus, wo ich jetzt noch die letzten 6 Noten herbekomme. Und die letzten 2 Jiggies. Wenn ich mal kurz gucke. Also einen Jiggy bekomme ich jetzt noch. Ja, wo komme ich jetzt das Jiggy noch? Muss ich kurz überlegen. Muss ich jetzt auch irgendwo mit der Verwandlung hin? Da war ich. Da oben ist halt noch das Sprungbrett gewesen, aber da war nichts. Hier am See draußen. Hier am See war auf jeden Fall noch was. Oh, ich krieg Schwerbauchweh. Ja, vorher habe ich mir echt einen beschissenen Tag ausgesucht, um zu streamen. Das ist echt blöd. Aber ich war gerade erst auf Plätte. Ich will nicht schon wieder Pause machen. Nicht nach 20 Minuten. Ja, bevor ich jetzt aufhöre oder Pause mache, will ich erst den Level jetzt zu Ende machen. Das wäre traumhaft schön. Zumindest habe ich mal ein paar rote Federn genutzt. In dem Level. So, jetzt muss ich am See noch einen Jiggy. Und wo kriege ich das letzte denn her? Und die letzten Noten? Das ist die nächste gute Frage dann. Weil mir gehen die Ideen aus. Im Tempel war auch nichts mehr eigentlich, oder? So. Achso, wie viele Eier habe ich? Ich habe 2 Eier. Ja, toll. Bringt mir auch nichts. Ja, scheiße. Weil... selbst wenn ich den da hinten treffe. Ja, gucken wir mal. So. Dass ich jetzt den Stein da treffen sollte. Mit dem ersten Ei, was ich auskacke. Ja, das war nämlich komplett daneben. Ja. Ja, genau. Selbst wenn ich den ersten treffe. Da ist nur ein Schädel unten drinne. Ich mach den Kack für Schädel. Wow. Ja, yeah, nicht treffen lassen, Benjo. Da ist ein Schädel drunter. Ja, klasse. Ja, die Texte entziffert habe ich. Was fehlt mir jetzt noch? Mir fehlen noch 6 Noten. Hier draußen dürften keine mehr sein. Müsste ich alle haben. Aber kommt auch nicht ganz hin, weil 6 Noten, das wirkt so merkwürdig. Da muss ich irgendwo nur einzelne übersehen haben. Scheiße. Und im ganzen Level gibt es keine Eier mehr einzusammeln. Noch keine Goldfeder mehr. Halt.
Hab eine Idee. Wenn ich fliege und einen Gebietswechsel mache, halte ich dann die Flugfähigkeit oder nicht? Wenn ich jetzt wieder hier hochkletter und die Flugfähigkeit hole und das Area verlasse, fliege ich dann weiter oder laufe ich dann erst wieder? Aber hier unten ist auch nichts, nee. Nur ein Gegner. So. Hui! Highspeed. Fliege ich oder laufe ich jetzt? Ne, ich laufe jetzt nur noch, okay. Das ist nämlich meine Frage gewesen. Wenn ich jetzt mich geflogen wäre, dann hätte ich eine Idee gehabt, aber ohne Flugfähigkeit. Ja, und da ist das Zelt aber noch. Das Zelt hat einen versteckten Hinweis. Was für ein? Hier ist ja nur ein Wolf-Symbol. Keine Ahnung. Was soll ich hier sehen? Soll ich hier eine Stampflacke machen? Nee, oder? Der Hinweis. Weiß worauf? Ich hab ein Ei. Passiert was, wenn ich ein Ei in das Feuer reinspucke? Nein. Reinkacken? Nein? Okay. Da ist irgendwas. Ja, da ist ein Bild. Moment. Aha. Aha. Die erste Platte unten. Stampfattacke. Okay, das ist der Hinweis. Okay. Wie gesagt, der Gameboy, der interessiert mich immer noch, was er jetzt genau macht, aber irgendwie will nicht so richtig. So. Ist die Frage, was passiert dann bei der Plattform da gleich? So eine Flugplattform ist es nicht. Aber nicht direkt. Ach so. Ah. Es ist doch eine Flugplattform. Das Ganze. So macht das Ganze jetzt auch Sinn. Mit den Steinen hier, dem Springen. Ah. Okay. Okay. Ja, da muss ich erstmal drauf kommen. Vor allem so blöd hinter einer Kiste gucken. Ich meine, ich habe jeden kleinen Mist daher gefunden, aber den hier nicht. So. Und jetzt? Jetzt kann ich zwar fliegen hier. Aber. Damit komme ich jetzt auch nur hierher. Ich habe nicht genug. Nee, habe ich nicht. Ich habe nie im Leben genug goldene Federn, um da was zu reißen. Bei den Bienen. Selbst hat der einen da nicht. Das kommt nicht hin. Ach, und jetzt kann ich mit der Fähigkeit da hochfliegen. Dann kann ich hinter den Felsen wahrscheinlich lang. Kann das sein? Das könnte sein. So, okay.
Machen wir mal 5. Okay, man kann sie ja theoretisch durchmogeln, so ist es nicht, aber. Okay. Nichts in der Sache. Und jetzt? Ah, okay. So, 9 Jiggies. 6 Noten fehlen mir. 6 Noten und 1 Jiggy. Okay. Aber hier ist nichts mehr, hier oben. Bin ich sehr sicher, dass nichts mehr ist. Dann ist die Frage. Hat hier unten noch. Sind hier unten noch Sachen? Rote Federn auf jeden Fall. Okay. So, in der Höhle ist nichts mehr, da war ich ja schon. Definitiv. Da sind auch eine rote Feder noch. Dahinter war eine goldene Feder. Okay. Ein Honigkasten. Okay. Okay. Das Problem mit dem Leben habe ich geregelt. Ist jetzt hier unter Wasser noch was? Bei den komischen Felsen? Nee. Aber hier bin ich definitiv fertig. Hier dürfte nichts mehr sein. Also spätestens jetzt nicht mehr. Und nochmal gucke. Hier noch irgendwas? Mit dem Mini-Wasserfall? Nee, auch nicht. Kann ich eigentlich hier wieder hochschwimmen? Nee, kann ich nicht. Okay. Nee, dann habe ich hier alles gemacht eigentlich. Puh, ja. Habe ich ein Problem. Ganz oben hin fliegen kann ich auch nicht. So hoch komme ich nicht. Glaube ich zumindest. Mir das Fliegen allgemein jetzt irgendwas in der Welt hier. Also in dem Abschnitt hier noch. Gibt's hier noch was? Da oben war ich eigentlich. Nur trotzdem mal die Flugfertigkeit jetzt. Zack. Boing. Oh. Ja, das wird jetzt schon nichts mehr. Kann ich direkt den Schalter nochmal betätigen? Dann kann ich natürlich nicht. Ah, ja. Mittlerweile haben wir 20 nach 2. Also ich glaube, Smite spielt nachher aber nicht mehr. Je nach der Welt ist dann Schluss für heute. Waren ja auch wieder fast 4 Stunden bis dahin wahrscheinlich. Nee, höher geht's nicht. Das ist ja eine Option, dass hier noch irgendwas ist mit dem
Gameboy. Ah, ich wüsste nicht was. Eine spezielle Kombination? Nee. Wenn die Tore auf wären, dann würde mir die Gerudo-Arena noch einfallen. Aber Tor ist nicht auf. Also wird das zumindest nicht sein. Der Goldfedern habe ich gar keine. Okay, also habe ich auch keine Goldfedern mehr. Ich habe nicht genügend Eier, um an den Schädel zu kommen. Und ich habe nicht genügend Goldfedern, um irgendwas noch platt zu machen. Ja. Da war ich mit dem Wesen durch und habe den Jinjo geholt. Das Spiel habe ich gespielt und da oben war ich auch. So. Das heißt, hier bin ich eigentlich auch fertig. Hier hinten ist nichts mehr, da bin ich durch die Ringe geflogen. Kisten kann ich nicht kaputt machen. So. Das Gebäude habe ich erklommen eigentlich. Da dürften auch keine Noten mehr versteckt sein. Finde ich sehr unwahrscheinlich, dass noch welche sind. Okay. Nächste Idee. Ist hier noch irgendwas? Da spielt irgendwie der komische Typ, der in die Welten reinguckt. Keine Ahnung. Da ist ein bisschen was zum Laufen, da ist ein bisschen. Aber da komme ich glaube ich nicht hin, oder? Da hoch. Na, hier ist auf jeden Fall eine Ecke. Komme ich denn da unten hin? Nee. Da kann ich nicht laufen. Da vorne habe ich auch nichts gesehen, dass da was wäre zum Laufen. Oder? Na gut, laufen kann ich hier, aber hier ist nichts. Okay. Boah, fuck. Bin ich jetzt noch was und wo komme ich noch weiter? Noch was obendrauf, was ich nicht gesehen habe. Hier sind nur noch die Bienen obendrauf. Auf den Palmen bin ich eigentlich überall raufgeklettert. Ja. Dürfte auch nichts mehr sein. Hm. Im schlimmsten Fall habe ich gleich keine roten wieder mehr. Weil mir die auch ausgehen. Das wäre sehr negativ. So. Ja, mit der Sprungplattform hätte ich hier ursprünglich weiter gekonnt. Da komme ich nur hoch zur Flugplattform und zum Bumbo-Schädel. Da gibt es nochmal Leben. Sechs Noten. Nach einer Palme jetzt auch irgendwo eine wäre, dann wäre es nicht mal so schlimm, weil dann wäre es nämlich ein Raum oder so, wo noch welche fehlen. Aber 6 ist eine echt blöde, krumme Zahl. Ist hier auf den Palmen? Nee. Auf den Palmen auch nicht mehr. Nee. Bleibt noch die Plattform da beim Kaktus. Ja, oder ganz blöd unter Wasser. Das wäre auch noch eine Option. Das unter Wasser nochmal was wäre. Unter dem ganzen Pflanzen. Aber dafür brauche ich Eier ohne Ende. Und die habe ich gerade nicht. Ich habe eins. Das ist wegen so ein Kack-Minispiel, wo man wieder nicht vernünftig zielen kann. Das ist das Nervige an der Sache. So, kann ich sonst noch irgendwas der Flugplattform erreichen?
So. So, gibt es hier noch was zu sehen? Nee. Also so wäre ich in den Ginger rangekommen, okay. Gibt es hier auf dem Bogen etwas? Nein, gibt es nicht. Ist hier noch was? Da sind noch die Bienen, aber Bienen jetzt killen bringt, glaube ich, auch nicht viel. Das Ohr. Ah, hier ist noch eine goldene Feder, okay. Da ist da noch was. Auch eine goldene Feder. Ja, klasse. Ja. Könnte ich bitte. Nein, könnte ich nicht, offenbar. Ich glaube, ich komme da nicht ran. Die sind offenbar nur zu Zierde. Das sitzt nicht locker. Ich will jetzt diese goldenen Federn haben. Ja, aber ich wollte eigentlich nicht hier oben drauf stehen bleiben. Scheiße. Hoffen wir, dass ich an die Leiter komme. Ja, okay. Puh, jetzt habe ich eine Goldfeder. Gehen wir erstmal hier wieder rein. Aber hier ist auch nichts. Überlebe ich den Fall hier runter? Wenn ich halbwegs vernünftig fliege. Okay, hier sind noch ein paar rote Federn. Ich hätte ja sagen können, dass der Start noch was ist. So, und jetzt gehen wir die Ideen aus. Wo jetzt hier noch was ist. Im Worst Case muss ich das Ganze dann morgen machen oder übermorgen, je nachdem wie ich jetzt wann was spiele. Ah halt, Moment. Grenzwände sind hier vollgeschrieben. Muss ich hier irgendwas lesen? Warte. Macht das Sinn, was ich versuche? Irgendwie nicht. O-E-O. O-E-O. O-Ja. O-E-N. Ön. War. Was? Es ist ein W. Das war ein E. W. Weber. Evan. Ich glaube nicht, dass ich die Dinger hier hinzufahren muss an der Wand. Okay. Ist wie wann? When? Where? Keine Ahnung. B A T
Bett. Bett. Nee, das ist immer das gleiche. Da kommt eine ganz dumme Idee eigentlich. Ich habe zwei dumme Ideen noch, die ich testen will. Dumme Idee 1. Ich will gegen das Gesicht von der Tante fliegen. Dumme Idee Nummer 2. Ich will gegen das Porträt fliegen. So. Ich setze hier in Safe, weil ich keinen Bock jetzt die Fliegen zu verschwenden. Hier ist schon mal verkehrt offenbar. Aha. Okay. Dumme Idee Nummer 2 funktioniert. Oder 1, ich weiß nicht. Dumme Idee hat funktioniert. Ich bin stolz auf meine dumme Idee. Wieso komme ich da nicht rein? Hallo? Benjo? Ja, okay. Oh. Was? Hä? Okay. 5. Das sind 5 Noten. Scheiße. Es sind 5 und nicht 6. Jetzt fehlt mir irgendwo eine Note? Wirklich? Wo fehlt mir jetzt eine Note? Ich wusste es. Ich hab's gewusst, dass mir eine fehlt irgendwo. Scheiße. Und da ist mein letztes Jiggy. Da ist mein letztes Jiggy. Mir fehlt eine Note, scheiße. Ach, oder Smash the Witch Face. Meinten die damit das Ding hier? Als Witch Face betitelt? Das könnte sein. Das bringt mich jetzt aber, ja, das bringt mir jetzt aber nicht viel, weil ich habe immer noch ein. Mir fehlt immer noch eine Note. Das ist doch nicht wahr jetzt, oder? Au. Jetzt fehlt mir eine Note. Draußen war definitiv keine mehr jetzt bei dem Koloss. Hier auch nicht. Bin ich mir auch ziemlich sicher, dass hier keine mehr ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Füllst du mich irgendwie auf? Nee, tust du nicht. Okay. Dann hier. Ich wusste doch, dass da noch 5 Eimer irgendwo sind. Wo ist jetzt die letzte? Ja, die letzte können natürlich jetzt unten im See drin sein. Aber ich habe keine Eier mehr dafür. Ja, da hinten waren auch keine, da war ja nur der eine Gegner. Jetzt habe ich ein Problem. Mir fehlt eine Note. Die Nadel im Heuhaufen wieder. Scheiße. Weiß nicht, wo ich die vergessen habe. Habe ich ganz blöd hier eine vergessen? Bitte. Wenn ich jetzt eine goldene Feder hier noch. Mal gucken. Kommt her. So. Aber die hatte ich eingesammelt eigentlich, genau. Das sind keine mehr. Ne, hier sind keine drauf. Dann halte ich die goldene Feder auch. Da war ich drauf. Ja.
Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich so ein großes Problem, das ist. Oh ne. Das ist doch scheiße. Lass die Note jetzt einfach noch auf irgendwie irgendeiner Palme sein und ich bin glücklich. Nein, hier nicht. Vielleicht auf der Palme. Die ist aber weit abseits. Komm. Auch nicht. Oh fuck. Die Palmen am See habe ich alle kontrolliert gehabt. Eine verdammte Note. Aber hier ist auch nichts weicher. Ich sehe hier unter Wasser keine. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber wenn da was wäre, dann ja. Hier mit die Eier halt dafür. Boah. Eine Note. Das ist jetzt herb. Herb, derb. Ah. Egal. Ich glaube, beides passt. Ich meine, ich kann hier nochmal eine Runde fliegen. Aber eigentlich habe ich ja alles gefunden und gesucht gehabt. Immer höher. Da ist die goldene noch. Habe ich hier eine übersehen? Bei Mumbo in der Hütte war ich auf jeden Fall überall oben. Bin ich einmal im Kreis gelaufen, habe die Eier eingesammelt. Hier komme ich nur wieder in den Raum rein. Wenn ich jetzt da reingehe. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier an der Decke noch eine goldene, nee, Note ist? Gar nicht. In dem Raum unten, nee, da war ich auch gerade. Da war nichts. Dürfte nichts gewesen sein mehr. Das ist daneben. F7. Nö. Ich dachte, ich wäre drüber. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Scheiße. Aber da oben ist auch nichts. Ist da noch irgendwie was unten? Bei den Bienen? Nee, macht auch keinen Sinn. Bei den Bienen war auch nichts mehr. Hinter Mumbo-Schädel vielleicht. Das könnte sein. Okay. Hinter Mumbo-Schädel. Da war ich nur recht spontan weitergegangen. Da bin ich ja nur lang geschlichen quasi. Zwei von links, zwei von rechts und eine von hinten. Das könnte sein. So. Ich hatte die Kamera. Gar nicht. Da ist sie. Da ist sie. Hä? Ich musste springen. You found all 100 notes on this world. Well done. Oh Gott, okay. Yo totals. 100 Noten, 100 Jiggies, 2 von 2 Raben, 251. 41, 2 Stunden 51. Wieder so lang gewesen. Scheiße. Ah. Okay, jetzt im Endeffekt fehlt mir jetzt dann nur dieses eine Ikambokam, aber das kann ich auch gleich noch holen, weil ich habe keine Eier mehr. Mit gleich meine ich beim nächsten Mal, ich weiß nicht. Welt verlassen kann ich jetzt in Ruhe. Das ist kein Problem. Kann ich eigentlich jetzt nicht jetzt. Halt, erstmal F5.
Und jetzt save and quit. Are you sure? Ja. Game over. Zack. Jetzt auch, glaube ich, das Intro mal erst dann kommt. Das kann man auch nicht skippen. Man kann die Game Over Szene nicht skippen. Hm. Mach dir mal. Okay. 22 Stunden, 30, 49, das kommt hin. In the vast deep forest of Hyrule, ja, ist da. So, gucken wir mal nach. Geo Totals. Okiri Forest, ja. Lake Hylia, ja. Sora's Domain, ja. Perico, ja. Hasseltown auch okay. Forest Temple. Gerudo Fortress. So, jetzt ganz zurück zum Anfang. Death Mountain auch alles. Hyrule nur die drei Bonusdinger fehlen. Das wird's auch alles. Game Total passt. Dann kann ich hier in der 5 drücken. Ja, jetzt ist die Frage. Wenn ich nachher noch Langeweile habe, dann sammle ich ein paar Eier und goldene Federn auf Screen oder offline, wie auch immer. Aber nur wenn ich Bock habe. Ja. Will ich jetzt noch die drei Bonusdinger hier suchen oder nicht? Wenn ich jetzt die drei Bonusdinger suche, dann wäre ich durch. Aber wenn ich die morgen mache, dann kann ich durch bin ich sowieso jetzt eigentlich dann, weil noch eine Welt kommt. Die letzte war Castle Town quasi. Na. Zitadelle der Zeit halt, der Eingang. Also ich mich jetzt hier reingehe. Zack. Zum Warp-Bereich. Ja gut, ich könnte eher gut, kann ich direkt zu Castle Town sogar kommen. Das ist ja nicht mal schlecht dann. Könnte ich eigentlich, Moment. Könnte ich die Welt auch von hier einfach betreten, ohne jetzt nach Castle Town zu gehen? Moment, so. Hier haue ich eine 5 rein. Nur so aus Interesse. Funktioniert das? Es funktioniert. Oh. Wir haben jetzt die letzte Welt gespoilert. Gruntis Castle. Okay, aber ich will nicht so da reingehen. Ich. Vor allem, ich habe. Ah, ja. Könnte man, wenn man die Tür schon geöffnet hätte. Habe ich aber nicht. Also muss ich doch erst zur Zitadelle der Zeit zurück. Okay. Okay, aber dann, ja. Das ist sowieso. Zumindest wissen wir, worauf es hinausläuft. Also Ganons Castle in Form von Grunty. Also reisen wir jetzt dann in die Zukunft auch noch. Interessant. Gut. Ja, dann passt das. Die drei Jiggies sammle ich morgen ein. Letzte Welt morgen, Finale morgen. Das morgen kriege ich den Hack durch. Das ist gut. Dann habe ich das auch wieder von einer To-Do-List oder von der To-Playlist eher. Ja, und ich guck mal, wie ich das den Eiern mache und den Federn. Nicht, warte mal. Nur so Interesse. System, Cheats. Okay. Der Patch, ja, gepatchte ROMs kommen nie mit Cheats dabei. Das ist, ja. Das wäre jetzt schon einfach gewesen. Mal gucken. Mal gucken, ob ich die einsammle oder ob ich die vielleicht doch nicht cheate. Mal gucken. Andere wäre zeitsparender. Egal, passt schon. So. Dann würde ich aber jetzt sagen, nach Tame, falls du noch da bist. Ich glaube zwar nicht, weil da nichts mehr kam, aber falls doch, dann Nacht. Gleiches gilt für Flo, der irgendwie aufgehört hat zu schreiben, nachdem Dingens weg war. Music. Genauso wie Asset, der da mittendrin irgendwie weg war, aber okay. Sagt halt nicht, dass ihr euch hinlegt. Ist schon gut. Ich warte nicht auf Antworten. Niemals. Gut. Denn, ja, guten Schmerzlos Nacht und bis ja, morgen, Schrägstrich, eigentlich heute Abend dann. Warte, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Das heißt, ich habe noch 3 Tage zum Streamen.
Ein Tag für Banjo-Kazooie noch mindestens. Ein Tag für vielleicht Blasphemous und Little Witch Nobeta. Emo. Und einen Tag mal gucken. Gucken, wie ich die Woche verbringe. Vielleicht einen Tag auch gar nicht und dann. Ja, wobei, nee, ich habe ja schon das ganze Wochenende wieder nicht, von daher. Nee, ich muss schon meine freien Tage dann nutzen. Egal. Passt schon so. Dann jetzt wirklich ciao, gute Nacht und bis dann.